Das war ja reichlich knapp, sagte Nainer. Es war das einzige Mal, dass Damen ihn richtig geschockt sah. Er wischte mit einem Handschuh das Gesicht ab. Und Fei, wo hast du gesteckt? Recht wenig Dank auch. Ich hätte filetiert werden können. Du solltest ihn noch aufschlitzen. Fei durchsuchte die Jacke des enthaupteten Hokan. Ach, ich hab Da und Ethan hinter ihm gesehen und wusste, dass alles gut geht. Er hielt kurz inne und suchte dann noch geduldiger. Bitte sehr, Ma'am. Ich denke, das hier sollten Sie haben. Damit reichte Fei Ethan einen kurzen Zylinder. Es war Meister Kart Foliers Lichtschwert. Ehrensache, es zurückzugeben. Die eignen sich gut gegen mandalorianische Rüstungen, nicht wahr? Ethan schien nicht im Entferntesten zu triumphieren. Sie nahm den Griff und drehte ihn in ihre Hand, bevor sie ihn in die Tasche steckte. Damen fragte sich, wann sie wohl ihr eigenes Lichtschwert ausschalten würde. Sie hielt es immer noch in der einen Hand und seine blaue Klinge schimmerte und summte, während sie zitterte. Sie schien entrückt. Damen hoffte, Fei würde nicht seinen üblichen Kommentar darüber abgeben, was für eine saubere Sache es wäre, jemanden mit einem Lichtschwert zu töten. Keine Gedärme, keine Sauerei. Aber dieses Mal behielt er seinen Geigenhumor für sich und ging einfach nur ein paar Schritte weiter, um den originalen mandalorianischen Helm aufzuheben, der nun ihm gehören sollte. Wollen Sie das jetzt nicht besser weglegen, Ma'am? Fragte Damen sanft. Wir sind hier fertig. Nainer stand auf und salutierte vor ihr in bester Parademanier. Danke, Commander. Es macht Ihnen doch nichts aus, wenn ich Sie jetzt so nenne, oder? Sie schien in die Wirklichkeit zurückzukehren. Das blaue Licht erlosch. Es wäre mir eine Ehre, sagte sie. Damen machte einen Rückruf über das Comlink. General Zee hatte sein Wort gehalten. Das Kanonenboot wartete immer noch. Sie brachen als Kolonne auf und steigerten ihr Tempo, bis sie im Dauerlauf die Felder durchquerten. Das Kanonenboot war von einem Ring aus aufwirbelndem Sand umgeben. Sein Antrieb hatte so lange im Leerlauf gestanden, dass die Hitze des Fallstroms die obere Schicht des Erdbodens gebacken hatte. Ethan war es egal, ob das Schiff schon gestartet war oder nicht. Sie hatte ihre Schwadron nicht im Stich gelassen. Alles andere war nebensächlich. Sie wusste, dass es nur ein fingierter Köder gewesen war, aber trotzdem würden sie Nainas Schreie auf ewig verfolgen. Er musste es zumindest schon einmal im Leben gehört haben, sonst hätte er es nicht so erschreckend gut nachahmen können. Sie fühlte sich unwohl und nicht etwa, weil sie Ghees Hokan getötet hatte, und das erfüllte sie mit Scham. Sie verstand jetzt nur allzu gut, warum denn Jedi Abhängigkeiten untersagt waren. Der Arktrooper hatte die Arme hinter seinem Rücken verschränkt und schritt langsam und mit gesenktem Kopf ein Quadrat im Sand ab. Ethan nahm nicht an, dass er in Gedanken versunken war. Wahrscheinlich lauschte er dem Kommverkehr in dem abgeschiedenen Reich seines Helms. General Zee saß geduldig auf der Plattform seines Schiffs. Bist du jetzt fertig? Sie hielt den Meister für jedes Lichtschwert hin. Omega Squad hat es gefunden. Ich dachte, ich sollte es euch zurückgeben. Ich weiß, was du durchmachst, Padawan. Aber das ist mir kein Trost, Meister. Die Sorge für diejenigen, die unter deinem Kommando stehen, ist essentiell. Aber es bringt auch seinen Schmerz mit sich, wenn man sich zu sehr mit seinen Truppen identifiziert. Es hätte sich wirklich so an, als kenne sie das Dilemma nur allzu gut. Im Krieg gibt es immer Verluste. Ich weiß, aber ich kenne sie jetzt auch als Individuen und das kann ich nicht ändern. Kein Klonsoldat, weder Kommando noch Arktrooper, wird für mich jemals wieder eine anonyme Einheit sein. Ich werde mich immer fragen, wer sich hinter diesem Visor verbirgt. Wie kann ich ein wahrer Jedi sein und sie nicht als lebendige Wesen respektieren, mit allem, was das mit sich bringt? Sie betrachtete auffällig bedacht seine Hände. Jeder gute Commander in der Geschichte musste sich dieser Frage stellen. Und das wirst du auch. Wenn ich ein Commander bin, dann kann ich sie vielleicht auf ihrer nächsten Mission begleiten. Das halte ich für keine besonders gute Idee. Und was soll ich jetzt tun? Wie soll ich nach all dem meinen alltäglichen Pflichten nachkommen? Es gibt keine alltäglichen Pflichten mehr, jetzt da wir im Krieg sind. Ich werde nicht fortgehen. Ich bin gekommen, um hier meine Arbeit zu verrichten. Eure Arbeit? Was wird aus unseren Verbündeten, den Golanins, wenn wir sie jetzt allein lassen mit feindlichen Streitkräften in der Region? Ich bin hier, um mit ihnen zusammenzuarbeiten und zu versuchen, Kilura so ungemütlich wie möglich für die Separatisten zu machen. Ich bin froh, dass wir unsere Verpflichtungen ehren halten, Meister. Du kennst dieses Land jetzt besser als jeder andere. Du wärst mir ein wertvoller Zugewinn. Wann werden euch denn weitere Truppen zur Seite stehen? Ich fürchte, wir werden fürs Erste verdeckt arbeiten müssen. Wir müssen verschwinden. Wir?
Ethan konnte sich nichts Schlimmeres vorstellen, als auf Killura zu bleiben, mit schrecklichen Erinnerungen und einer ungewissen Zukunft. Ihre einzigen Freunde waren eine Schwadron Kommandos, die innerhalb weniger Tage auf eine neue Mission entsandt werden würden. Sie würde mit einem Meister zusammenarbeiten müssen, den sie nicht kannte. Sie war wieder allein und hatte Angst. Ethan, du hast Pflichten, sagte sie ruhig. Wir alle haben sie. Es ist leicht, über sie zu sprechen, aber sie zu leben ist schwer. Sie wusste, was er dachte. Er musste es gar nicht hinzufügen. Sie musste sich von dem Objekt ihrer verzweifelten Beziehung zu diesem Krieg lösen. Sie musste ihre Schwadronen ziehen lassen. Es unterschied sich nicht von dem, was Soldaten jeden Tag abverlangt wurde. Ich würde gern eine nützliche Rolle in der Zukunft von Killura übernehmen, Meister. Sie hoffte, Damen würde nicht denken, dass sie ihm einfach den Rücken kehrte und dass er nach all dem nur ein hochgejubelter Droide für sie war, ein Mittel zum Zweck, dessen man sich nach der Schlacht entledigte. Aber es wäre doch tröstlich für mich, eines Tages zu erfahren, wie es der Omega Squad geht. Ich verstehe, sagte sie. Aber die Wahl liegt bei dir. Du kannst mit der Omega Squad gehen oder du kannst bleiben. Du könntest sogar verlangen, dass ein Mitglied der Schwadron hier bleibt. Ein Mitglied der Schwadron. Vielleicht dachte er, sie wäre bloß ein Mädchen, das sich zu sehr an einen jungen Mann gehängt hatte, während keiner von beiden die Möglichkeit hatte, die Beziehung zu vertiefen. Er stellte sie auf die Probe, forderte von ihr, die Entscheidung zu treffen, die eines jedes würdig war. Ja, sie war damit sehr nahe gekommen. Er war ihre Rettung gewesen. Aber auf eine unerklärliche, grundlegende Weise sorgte sie sich um alle. Ich glaube nicht, dass es eine Schwäche ist, sich um seine Truppen zu sorgen, sagte sie. Der Tag, an dem wir aufhören, um zu sorgen, ist der Tag, an dem wir der Macht den Rücken zu kehren. Ihre Fingernägel drückten sich in ihre Handflächen, aber sie hatte recht und es würde wehtun. Sie stand still neben sie auf der Plattform, hatte die Augen geschlossen und versuchte, die Fassung zu wahren. Der Arktuper riss plötzlich den Kopf hoch. General, wir müssen jetzt unbedingt starten. General Zee, sagte Niner und hielt seine Hand an die Schläfe. Es tut mir leid, dass wir sie aufgehalten haben. Sind wir startklar? Wir haben keine Zeit für eine Missionserörterung, aber vielleicht möchten Sie noch einen Augenblick mit Ihrem Commander sprechen, entgegnete sie und gab dem Arktuper ein Zeichen, ihm zu folgen. Es war eine wohlwollende Geste. Ethan sah zu, wie er zum Heck des Schiffs ging, um ihnen etwas Privatsphäre zu lassen und solange die Entladung der Ausrüstung überwachte. Sie überlegte, ob sie auch Sees Sternjäger irgendwo bereitgestellt hatten. Darüber würde sie sich später Gedanken machen. Sie winkte die Kommandos zu sich. Was passiert jetzt mit euch? Fragte sie. Die nächste Mission. Wurden wir ihnen unterstellt? Sie fragte sich, ob eine Lüge angebracht wäre. Dann sah sie zu Damen. Nicht wirklich, sagte sie. Ich bleibe hier mit General Zee. Damen und Niner wandten beide ihren Blick ab, starrten auf den Boden und nickten zustimmend. Fei zog die Brauen hoch. Ich werde Sie wirklich vermissen, Commander. Gerade als wir uns zusammengerauft hatten. Typisch Armee, was? Er klopfte Niner auf den Rückenpanzer und schob ihn ein wenig in Richtung des Kanonenbootes. Beweg dich schon, Sarge. Ich hoffe, ihn eines Tages wieder lieben zu dürfen, Commander, sagte Niner und salutierte. Und denken Sie niemals, dass Sie diesen Rang nicht verdient hätten, ja? Ethan wünschte, sie hätten sie nicht mit Damen allein gelassen. Sie wünschte sich einen schnellen Abzug, ohne Zeit für überflüssige Gedanken und dumme, gefühlslosige Bemerkungen. Ich habe beschlossen, zu bleiben, sagte sie. Ich wäre gern ein Teil dieses Teams geblieben, aber ich bin nicht der Offizier, den ihr braucht. Damen sagte nichts. Natürlich, wie hätte er es auch jemals lernen sollen, Abschied von einem Freund zu nehmen? Sein gesamtes kurzes Leben hatte er unter den Seinen verbracht, versunken in realer und virtueller Kriegsführung. In diesem Moment wurde er wieder zu dem 10-jährigen Kind. Seine Verlegenheit und Verwirrung war beinahe greifbar. Sie könnten hier bleiben, bei mir und General Zee, sagte sie. Und ich wüsste, du wärst in Sicherheit. Diese Wahl bleibt ihnen. Er war jetzt wirklich ein Kind. Seine Augen waren starr auf den Boden gerichtet und er legte immer zu denselben Schalter an seinem Gewehr um, vor und zurück, immer wieder. Nur ich, Ma'am. Sie spürte, wie sie ihn auf die Probe stellte. Ja. Der Antrieb des Kanonenbootes hob zu einem hohen Jaulen an. Der Pilot hatte es mehr als eilig, wegzukommen. Es tut mir leid, Commander, sagte Damen schließlich. Für einen Moment schien er wirklich über das Angebot nachzudenken. Ich habe einen Job zu erledigen.
Ich kann nicht so tun, als würde ich sie nicht vermissen, sagte Etain. Damens Blick blieb starr. Mir bleiben noch ungefähr 10 Jahre. Aber ich werde bei meinen Brüdern sein und das tun, was ich am besten kann. Ich kenne nichts anderes. Es ist, als kehrte ich heim. Wirklich. Er senkte den Kopf, setzte seinen Helm auf und wurde wieder einer der Gesichtslosen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Sie auch, antwortete sie und sah ihm nach, während er zur Plattform lief, feiß ausgestreckten Arm ergriff und an Bord gezogen wurde. Die Antriebe kreischten auf und das Kanonenboot erzitterte. Etain drehte sich um und lief geduckt davon, um den Fallstrom zu entgehen. Dann wurde sie schneller und rannte geduckt weiter, bis sie an einen Baum kam und sich in dessen Windschatten an den Stamm lehnte. Jetzt ließ sie ihren Tränen freien Lauf. Alles, was sie war und alles, was sie in Zukunft sein würde, verdankte sie einem Klonsoldaten, der so viel Vertrauen in sie gelegt hatte, dass sie zu jenem Jedi geworden war, den er in ihr gesehen hatte. Sie konnte die Macht jetzt auf eine Weise kontrollieren, wie sie es an Foliers Seite niemals geschafft hätte. Sie dachte an diesen Blick des absoluten Vertrauens. Sie dachte an seine stoische Hinnahme seiner Pflichten und an die Tatsache, dass sein Leben so kurz, aber glorreich sein würde, egal was kommen mochte. Nie hatte er sich auch nur für eine Sekunde zu Selbstmitleid hinreißen lassen. Von ihm hatte sie die wichtigste aller Lektionen gelernt. Sie wischte sich mit dem Handrücken die Tränen von der Wange und hoffte, Meister Sie würde nicht zusehen. Etain wusste nicht, ob sie Damen oder Omega Squad jemals wiedersehen würde. Aber sie wusste, dass in den Tagen, die da kommen mochten, kein Klonsoldat oder Kommando oder Arg, den sie vielleicht in die Schlacht schicken musste, anonym oder bedeutungslos oder gar entbehrlich sein würde. Hinter dem grimmigen Helm verbarg sich ein Mann, ein menschliches Wesen wie sie, nur eben eines, das nicht die Freiheit und die lange Lebenszeit kannte, die ihr vergönnt war. Etain Turmokan stand auf, ging zurück auf die Lichtung am Rande des Feldes und sah zu, wie das Kanonenboot in den klaren Morgenhimmel verschwand.